Ja, jetzt liegen Sie uns vor, die Informationen von TUI Cruises für unsere Reise mit der Mein Schiff 6, dann im September in Griechenland. Wir hatten ja gewusst oder gebucht, ohne gewusst zu haben, was da wirklich auf uns zukommt. Wir wussten nur, wenn wir an Land möchten, dann müssen wir einen Ausflug über TUI Cruises buchen. Alleine darf man nicht an Land wegen der ganzen Corona-Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen. Und wir wussten, wir brauchen einen negativen Covid-19-Test. Es wird also Pflicht sein, ein Testergebnis negativ vorzulegen, bevor man überhaupt nach Griechenland fliegen darf. Ja, wie gesagt, keine Informationen. Wir haben uns dann einfach logisch gedacht, okay, das wird dann wohl am Flughafen gemacht werden, also dieser Test, weil alles andere ergibt wenig Sinn. Zumal wir einen Charterflug haben, quasi, also TUI die ganze Reise auch nur in Verbindung mit einem über TUI gebuchten Flug anbietet. Das heißt, selber geht das eben nicht, dass wir jetzt irgendwie sagen, wir fliegen, was weiß ich, auch schon 2 Tage vorher oder was. Nein, man muss das mit TUI zusammen machen. So, also wäre die logische Überlegung gewesen, das muss dann vor Ort am Flughafen wahrscheinlich passieren, über einen gewissen Schnelltest, was auch immer. Jedenfalls haben wir einfach mal ins Blaue hinein gebucht und ja, am 24. kamen dann die Angebote für die Landausflüge und da haben wir uns in Athen dann oder in Piräus, wo wir dann anlegen, für den Ausflug nach Athen entschieden. Da wird dann so eine Art Panoramafahrt durch Athen gemacht mit dem Bus. Man sieht dann also ein bisschen was von Athen, bevor es dann zum Akropolishügel geht und da gehen wir dann auch rauf. Das heißt, das ist in diesem Ausflugspaket mit drin. Wir waren schon mal dort, sind dann aber nicht hochgegangen zur Akropolis, weil das einfach mega voll war. Die Schlangen überall und man sah dann schon, wie die sich da so hochschlängelten, alles eng an eng. Und da haben wir gesagt, nee, wir bleiben mal lieber unten. So, und das wird jetzt natürlich dementsprechend viel angenehmer sein, denken wir jetzt mal. Bei TUI ist dann die Gruppe nur 18 Personen stark. So, wie das dann vor Ort geregelt ist, da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Slots, die jetzt speziell vielleicht für die TUI-Crews da sind oder was weiß ich. Aber das wird auf jeden Fall mit Sicherheit nicht das Gedränge werden, wie wir das 2017 erlebt haben. Ja, also das wird dann unser Ausflug in Athen sein, den wir machen. Und auf Korfu kann ich mir dann einen Wunsch erfüllen, den wir damals nicht gemacht haben, weil sich das einfach nicht so ergeben hat. Waren also Korfu auch schon mal mit dem Schiff. Und dieses Mal machen wir einen Ausflug zu dem Sisi-Palast. Und da freue ich mich schon mega drauf, weil irgendwie ist das natürlich sowas, was gerade Frauen ja gerne angucken. Und sowieso ist das ja eigentlich so die Sehenswürdigkeit dort. Wir können uns dann also den Palast innen und natürlich auch die Gartenanlage und die Parkanlage dort angucken. Und anschließend gibt es dann auch noch ja, eine Fahrt zurück nach Korfu Stadt, wo wir dann noch einen circa einstündigen geführten Stadtspaziergang haben. Das heißt, man kann da in Korfu dann auch noch mal ein bisschen spazieren gehen in der Stadt selber, kann mit Sicherheit dann auch noch mal vielleicht irgendwie ein Souvenir oder sowas kaufen. Wie das genau vonstatten geht, wissen wir nicht, aber das ist eben auch mit dabei. Ja, und von daher, die beiden Sachen haben wir jetzt auch schon online reserviert, beziehungsweise eben gebucht, sodass wir die dann auch machen können. Ja, und dann der Covid-Test. Das läuft jetzt doch ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Zum einen hatte ich ja sowieso schon bei TUI mal angefragt, aber keine so wirkliche Antwort bekommen, ob denn in Mund und Nase abgestrichen wird, weil ich den Nasenabstrich eigentlich gerne vermeiden würde, weil man hört so viel Schlimmes darüber. Von ist sehr unangenehm bis oh, tut richtig weh und eben schon jemanden gelesen, der dann nach 2 Tagen noch Schmerzen in der Nase hatte. Habe ich gedacht, ja gut, wenn das irgendwie vermeidbar wäre, wäre das ja schön beim Buchen. Also als wir dann zwischen TUI und MSC auch so ein bisschen am Hin und Her überlegen waren. Von TUI selber habe ich auf die Mail halt nicht so wirklich die Antwort bekommen. Habe dann ja quer gelesen und auf der TUI-Seite hatte das wohl auch jemand gefragt und da hat TUI geschrieben, es wird ein Rachenabstrich sein. Gut, war ja schon mal schön. Jetzt kam aber die Information, erstens, es wird nicht am Flughafen getestet vor Abflug, sondern die machen eine Kooperation mit Helios-Kliniken. Man muss also dorthin und da wird auch meistens Mund und Nase gemacht. Also so steht es auch in dem Formular. Ich habe jetzt schon gehört, einige Kliniken machen trotzdem nur Mund. Allerdings unabhängig davon haben wir ein ganz anderes Problem, denn die nächste Helios-Klinik ist bei uns ja, etwas über 60 Kilometer eine Strecke weg. Und die Zeitslots, also die Fenster, wo man dann hingehen kann, das richtet sich ein bisschen nach dem, oder es richtet sich nach dem, wann man das Schiff ablegt.
Die sind für uns so blöde gelegen, dass mein Mann das durch die Arbeit so und einem anderen Business-Termin so nicht erreichen kann, sodass wir eh woanders hin müssten. So, das war dann das erste Problem, denn die Helios-Kliniken, wie gesagt, die sind überall verteilt, aber halt nur 86 Stück in ganz Deutschland. Die Österreicher und Schweizer haben noch mehr Probleme, irgendwas zu finden. TUI sagt, ihr könnt euch auch woanders testen lassen, beim Hausarzt, im Testzentrum, was auch immer. Das müsst ihr dann aber bitte wieder selber bezahlen. Da ist also dann nicht mehr die Rede davon, dass das im Reisepreis enthalten ist, wohingegen ja der Test angeblich im Reisepreis enthalten ist. Nun gut, jetzt müssen wir halt nochmal extra Kohle locker machen für den Test. Dadurch, dass wir dann was anders legen können bei einem Business-Termin, werden wir wohl dann in Frankfurt testen, am Flughafen. Das scheint mir eh die sicherste Sache im Hinblick darauf, dass man dann das Testergebnis auch rechtzeitig hat. Denn dort sagen die ja zwischen 6 und 12 Stunden, je nachdem, wie viel man bezahlt. Es gibt da 59 Euro, dann ist das Ergebnis binnen 12 Stunden da, 139 dann in 6 Stunden. Wir werden das dann so verbinden und werden dann dort diesen 12-Stunden-Test freitags vor der Abfahrt machen. Ja, und dann passt das, weil der darf auch nicht älter als 72 Stunden sein, das Testergebnis. Das kommt halt auch noch dazu. Und das ist mir hier zu heikel, wenn man irgendwo zu einem Hausarzt geht, mal ganz abgesehen davon, dass ich gar nicht weiß, ob unser Hausarzt einfach so just for fun hier Corona-Tests macht, ob er überhaupt welche macht, macht ja auch nicht mehr jeder Hausarzt, außer wenn man jetzt wirklich einen Verdacht auf Corona hat. Auch diese Urlaubstests, die man machen darf, wo ja jetzt jeder gratis, der aus dem Urlaub kommt, sich testen lassen darf. Das machen ja längst auch nicht alle. So, und von daher, und dann ist eben noch diese Angst da, ja, was ist denn, wenn das dann zu spät kommt, das Ergebnis, oder auch zu früh, ne? Das kann ja auch mal sein, der Arzt sagt, nee, Sie können aber nur dann und dann kommen, so, und eigentlich ist es ausschlaggebend der Moment, wo das Testergebnis vorliegt, das heißt, wo ich mitgeteilt bekomme, Test ist positiv oder negativ. So, und das darf dann eben nicht älter als 72 Stunden sein und alles so ein Kram mehr. Also da, das sind so, ja, alles so ein paar Unsicherheiten und ich glaube, da haben wir halt das ganz gut, dass wir das mit Frankfurt kombinieren können, auch wenn das trotz allem noch wieder ein Umweg dort dann ist. Aber das lässt sich halt jetzt für uns verbinden. Ja, von daher ist es jetzt nicht ganz so tragisch, aber optimal gelöst finde ich das nicht, denn nicht jeder hat solche Zufälle und ich habe schon gelesen von einigen, die dann 200 Kilometer eine Strecke fahren müssen. Ja, also das ist natürlich dann alles andere als schön, selbst wenn der Test dann inklusive ist. Das kostet ja auch alles. Urlaubstage müssen wahrscheinlich auch manche dafür nehmen, weil sie es sonst gar nicht so schaffen können. Ja, also da finde ich, sollte noch ein bisschen nachgebessert werden. Ich glaube, das hat MSC besser gelöst. Die testen ja am Hafen. Ja, aber es ist jetzt so, wie es ist. Nichtsdestotrotz freuen wir uns drauf und hoffen immer noch ganz inständig, dass dann alles gut geht und der Test dann auch wirklich negativ ist. Bilder und so weiter sehen schon immer ganz schön aus. Wir sind jetzt in so eine TUI-Gruppe bei Facebook gegangen. Wir haben uns auch nicht träumen lassen, dass wir das mal machen, aber man will sich ja auch so ein bisschen jetzt informieren. Will mal so ein bisschen gucken, was geht ab. Ja, und dann hat man auch schon so Bilder gesehen, dass jetzt die Mein Schiff 6 auch auf dem Weg jetzt ist nach Heraklion, weil die ersten gehen ja schon jetzt ich glaube, am 13. ist die erste Reise dort. Ja, und von daher, also wir haben noch eine Truppe vor uns, die reist und dann mal gucken, wenn dann schon erste Erfahrungswerte sind. Ja, das sind also so die aktuellsten Neuigkeiten in Sachen unserer TUI-Cruise, die wir unternehmen werden. Und ansonsten hören wir uns dann in einem der nächsten Videos wieder, da wahrscheinlich wohl eher noch vor der Abreise, aber vielleicht auch erst dann, wenn wirklich freitags es zum Flughafen zum Test erstmal geht. Ja, aber das schauen wir dann mal. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.